Und jetzt würde ich tatsächlich loslegen mit dem Thema Rente. Ihr seht auch schon hinter mir im Hintergrund, falls ihr mich jetzt noch seht, das neue Wahlplakat von uns, was demnächst dann auch ab Mitte August eines der Wahlplakate auch in den Straßen zu sehen sein wird, weil ein Thema natürlich für uns das Thema Rente ist. Und viele von euch haben es mitbekommen, es gab ja jetzt vor kurzem wieder die Diskussion über die Rente mit 68. Das ist praktisch Altmaier rum, um den Wirtschaftsbereich ist diese Diskussion entflammt. Altmaier, der Wirtschaftsminister, hat es dann unterbunden. Aber eins ist natürlich auch klar, er hat es deswegen unterbunden, weil die Bundestagswahl also jetzt vor der Haustür steht und niemand jetzt vor der Bundestagswahl sagen wird, dass das Renteneintrittsalter erhöht werden soll. Aber wir dürfen uns davon nicht täuschen lassen. Ich bin überzeugt davon, dass die Diskussion weitergeht. Und heute schauen wir uns jetzt mal an. Ich gebe euch auf der ersten Folie dann gleich mal einen Überblick, was wir uns alles anschauen. Maxi, klick mal weiter, bitte. Genau, hier ist der Inhalt. Also wir schauen, was ist eigentlich die Rente oder was gibt es da wie schaut es aus, wie berechnet sie sich? Wie entwickelt sich das Rentenniveau und was hat das mit Altersarmut zu tun? Was ist das linke Rentenkonzept? Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gut ausgefeiltes Rentenkonzept und werfen dann auch noch einen Blick nach Österreich, weil ich glaube, vom österreichischen Rentensystem kann man ganz viel lernen. Und der letzte Punkt, und das will ich gleich vorneweg schicken, ich erläutere es aber dann auch nochmal, die Rente ist keine Frage der Generationengerechtigkeit, sondern eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Das ist mir deswegen so wichtig, weil ich immer wieder den Eindruck habe, dass es insbesondere konservative und neoliberale Politiker gibt, die versuchen, Jung gegen Alt auszuspielen. Und das ist Quatsch. Es geht platt formuliert Arm gegen Reich, es geht nicht Jung gegen Alt. Also das erwartet euch und wie gesagt, schreibt gerne, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in den Chat rein. Es ist nämlich wichtig, dass ihr das nachvollziehen könnt. Ich habe jetzt auch etliches an Zahlen. Das ist ja normal nicht so meine Art, aber ich glaube, wenn man es erklärt, dann kommen wir damit ganz gut zurecht. Okay, dann steigen wir jetzt mal ein. Also einmal wollte ich gern erklären, was denn das Drei-Säulen-System der Rente ist, weil man das ja immer wieder hört, auch in der Öffentlichkeit oder eben in der Politik. Die erste Säule ist die gesetzliche Rentenversicherung, verwaltet durch die staatliche Rentenversicherung, also Deutsche Rentenversicherung Bund. Und die organisiert sich durch ein Umlageverfahren. Umlageverfahren heißt, dass diejenigen, die in Arbeit sind, also die Jüngeren, diejenigen, die schon in Rente sind, also die Älteren, finanzieren. Und das gibt es schon sehr, sehr lange, jetzt schon fast seit 130 Jahren, ist damals unter Bismarck eingeführt worden. Es war aber auch damals wie heute schon so, dass es keine freiwillige Sache war, sondern Bismarck hat es nur gemacht, weil er eigentlich den Druck der Arbeiterbewegung damit den Druck rausnehmen wollte. Also da gab es von den Sozialdemokraten und auch von der Arbeiterbewegung erheblichen Druck und deswegen sind die ganzen Sozialversicherungen eingeführt worden. Also die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern haben tatsächlich wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beziehungsweise unsere Vorfahren erkämpft. Die zweite Säule ist die betriebliche Altersvorsorge. Die gibt es in ganz vielen Betrieben jetzt mittlerweile auch schon tariflich. Also hier steht jetzt noch mehr oder weniger freiwillige Leistung. Sobald Gewerkschaften mit dabei sind und Tarifverträge dazu verhandeln, ist es nicht mehr freiwillig, sondern natürlich verpflichtend. Es gibt diesen Anspruch auf Entgeltumwandlung. Das heißt, dass jeder praktisch einen Teil von seinem Gehalt steuer- und sozialversicherungsfrei auch in diese betriebliche Altersversicherung umwandeln kann, um entsprechend höhere Rentenansprüche zu generieren. Das war deswegen auch alles nötig, weil Rentenlücken entstanden sind. Da kommen wir dann nachher nochmal drauf. Der Unterschied zur gesetzlichen Rente ist, dass hier kein Umlageverfahren gilt, sondern es wird ein Kapitalstock gebildet, der dann verzinst wird und im Rentenalter ausbezahlt wird. Ich habe dahinter geschrieben, theoretisch, weil wir haben alle schon erlebt, was es für Situationen gibt, nämlich dass plötzlich nichts mehr verzinst wird oder fast gar nichts mehr verzinst wird oder je nachdem sogar der Kapitalstock letztlich sagen, sich in Luft auflöst. Das wird auch bei der betrieblichen Altersvorsorge nicht passieren, weil die natürlich entsprechend über die Pensionskassen auch abgesichert sind. Aber es ist immer eine wackelige Geschichte. Und ich halte überhaupt gar nichts davon, das vielleicht auch gleich vorneweg zu schicken,
von Modellen, insbesondere die FDP ist da ganz scharf drauf, praktisch aktienfinanzierte Rentenbeiträge zu haben, die dann im Alter ausbezahlt werden, weil wir wissen nicht, ob dann im Alter noch was da ist. Und die dritte Säule ist die private Altersversorgung. Das kann man zum Beispiel über die Riester-Rente oder Lebensversicherungen oder ähnliches. Das sind die drei Säulen der Rente. Und jetzt gucken wir uns mal im nächsten Bild an. Das muss man sich überhaupt nicht merken, gar nicht. Ich will nur, dass ihr einmal gesehen habt, wie das überhaupt, wie sich die Rente berechnet. Und zwar berechnet sich die Rente, indem man die Entgeltpunkte, ich erkläre es gleich, die Entgeltpunkte mal den Rentenwert, mal den Zugangsfaktor, mal den Rentenfaktor multipliziert. Das ist deswegen ganz interessant zu sehen, weil Entgeltpunkt ist das, was man pro Jahr erwirbt. Wenn jemand ein Jahr zu einem durchschnittlichen Verdienst gearbeitet hat, dann erwirbt er einen Entgeltpunkt. Wenn er weniger verdient, dann ist es weniger als ein Punkt und wenn er mehr verdient, ist es mehr als ein Punkt. Der Rentenwert, und hier sieht man auch schon die erste Ungerechtigkeit, ist unterschiedlich zwischen Ost und West. Er beträgt im Westen 34,19 € und im Osten 33,47 €. Da werde ich später auch noch mal was dazu sagen. Dann gibt es den sogenannten Zugangsfaktor, der liegt bei 1, wenn man die Regel, also wenn man die Regelaltersrente, also 67, erreicht. Und ansonsten gibt es einen Abschlag, das sind diese berühmten 0,3% je Monat früher. Also jemand, der früher in Rente geht, hat hier nicht mehr 1, sondern einen geringeren Wert. Und dann gibt es noch den Rentenfaktor, der ist 1 bei der Altersrente und bei der Erwerbsminderungsrente ist der, bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente ist der nur 0,5. Das ist deswegen einmal ganz interessant, finde ich, gesehen zu haben, weil es auch was darüber aussagt, was allein dieser durchschnittliche Verdienst eigentlich ausmacht. Weil die wenigsten Menschen, und das, jetzt kommt nämlich noch eins dazu, Standardrente. Oft hört man in den Medien oder in der Presse oder in der Öffentlichkeit von der sogenannten Standardrentner oder dem Eckrentner. Und diese Standardrente, die liegt aktuell bei 1.539 €. Das ist aber nicht zu verwechseln mit der Durchschnittsrente. Die sind nämlich niedriger. Das ist eigentlich ein rein statistischer Wert, der besagt, was jemand bekommt, der 45 Jahre lang zum Durchschnittsverdienst gearbeitet hat. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass die wenigsten Menschen 45 Jahre lang zum Durchschnittsverdienst gearbeitet haben, weil sie Unterbrechungen haben in ihrem Berufsleben, weil man natürlich in der Ausbildungszeit weniger verdient als der Durchschnitt, weil überhaupt wir so viele Niedriglöhne haben. Also es ist ein rein fiktiver Wert und wenn es dann immer heißt, naja, die Standardrente liegt bei 1.539 €, hört sich das eigentlich ganz gut an, aber es spiegelt halt nicht die Realität wider. Die gucken wir uns dann auf den folgenden Folien an. Also wie gesagt, das muss man sich überhaupt nicht merken. Es ist nur einmal interessant zu sehen. Maxi, geh mal nochmal einmal ganz kurz zurück. Es ist nur ganz, ganz interessant zu sehen, wenn man halt sieht, wenn man nicht durchschnittlich verdient, dann erreicht man diesen Entgeltpunkt nicht. Wenn man früher in Rente geht, dann ist die Formel schon wieder so, dass es entsprechend nach unten geht. Und dadurch ergeben sich natürlich runtergerechnet, und es sieht man ja, dass es eine schöne Formel ist, runtergerechnet dann immer kleinere Renten. Was jetzt da passiert ist, und jetzt kommen wir zu dem, was seit den 2000er Jahren passiert ist. Da gab es verschiedene, ja, ich habe es mit bewusst in Anführungsstriche gesetzt, Rentenreformen. Es gab mal das Versprechen früher, dass die Rente den Lebensstandard sichern muss. Mittlerweile ist dieses Versprechen gebrochen worden. Und zwar, ihr seht es jetzt dann auch gleich von unterschiedlichen Parteien, Konstellationen und Regierungen. Jetzt ist es so, dass es nur noch ein Versprechen gibt, der Beitragssatz muss stabil sein, und das ist eigentlich das, worum sich alles kreist. Wir haben 2000, wie gesagt, ging es los, da wurden die Renten, das war unter der rot-grünen Bundesregierung damals, das war ja auch die Zeit, wo die Hartz-IV-Reformen und die Agenda 2010 dann gemacht worden sind, da ging es schon mal los, dass die Renten nicht mehr an die Löhne gekoppelt wurden, sondern nur noch an die Inflationsentwicklung. Also auch das braucht ihr euch alles nicht merken. Will damit nur deutlich machen, was man eigentlich dieser Rente schon alles angetan hat und wo man da schon überall die verstümmelt hat. 2001 wurde die Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente abgeschafft und durch eine Erwerbsminderungsrente ersetzt. Da können sich die Älteren vielleicht auch noch dran erinnern. Früher war praktisch der Beruf, der gelernte Beruf abgesichert. Jetzt gibt es hier nur noch diese Erwerbsminderungsrente. Das heißt, es ist total schwierig, die
zu bekommen. Und meistens ist es so, dass man für irgendeine Arbeit noch in Anführungsstrichen tauglich ist und das dann zum Teil stundenweise übernehmen muss. Aber auch das war letztlich nichts anderes als eine Einsparmaßnahme. 2002 wurde dann die Rentenanpassungsformel, die ich euch vorher gezeigt habe, die wurde dann geändert. Dadurch ist das Rentenniveau schon das erste Mal gesunken. Seit 2004 zahlen Rentnerinnen den vollen Beitrag zur Pflegeversicherung und es gab eine Nullrunde. Und dann 2005 gab es dieses Alterseinkünftegesetz, was praktisch dazu führt, dass bis 2040 schrittweise die Renten vollständig besteuert werden. Man muss dazu wissen, dass dafür die Rentenbeiträge praktisch nicht mehr besteuert werden in Zukunft. Aber es gibt eine Phase, und das ist das, was wir als Linke auch immer wieder kritisieren, wo es zu einer Doppelbesteuerung kommt und das oder kommen kann zumindest. Das kritisieren wir ganz scharf. Im Übrigen auch die Doppelverbeitragung. Also es gibt die Situation, dass Menschen auf ihre praktisch auf die Rente Krankenversicherungsbeiträge zahlen müssen und vorher auch schon entsprechend das bezahlen haben müssen. Auch das kritisieren wir. Auf der nächsten Folie geht es dann weiter, weil das war noch nicht alles. 2005 ist die Rentenanpassungsformel nochmal geändert worden. Da ist dann das Rentenniveau wirklich abgesenkt worden. Das sehen wir jetzt nachher gleich. Und das erste Mal ist der Rentenbeitragssatz auf höchstens 22% begrenzt worden. Also der Rentenbeitragssatz, also dieser halbiert sich ja praktisch zur Hälfte, tragen ihn die Arbeitnehmer, zur Hälfte die Arbeitgeber. Auch das gucken wir uns nachher noch an. Und da ist festgelegt worden, es darf nicht über 22% steigen. Ob das sinnvoll ist, wie gesagt, kommen wir nachher nochmal da drauf. Das war jetzt überwiegend die rot-grüne Bundesregierung, aber auch die damalige Große Koalition hat sich an der Rente vergriffen. 2008 ist die Rente ab 67 eingeführt worden, was letztendlich nichts anderes war als ein weiteres Rentenkürzungsprogramm. Ihr erinnert euch mit diesen 0,3% Abschläge, weil ganz ehrlich, denen ist doch auch klar, dass es genügend Berufe gibt, wo heute die Menschen schon nicht mehr in der Lage sind, bis 67 zu arbeiten. Und die Unternehmen, ich meine, diejenigen, die im Betrieb sind, ich habe das als Betriebsrätin lange Zeit immer wieder erlebt, eigentlich wollen die älteren Kolleginnen und Kollegen auch gar nicht so lange im Betrieb haben. Da guckt man dann, wie man da Möglichkeiten findet, die über eine Abfindung oder anderweitig loszuwerden, weil es natürlich auch keine altersgerechten Arbeitsplätze gibt. Also hier ist schon das erste Mal, oder das heißt das erste Mal, hier ist die Lebensarbeitszeit schon verlängert worden, obwohl man wusste, dass entsprechend etliche das nicht schaffen werden, so lange zu arbeiten. 2011 war das dann so, dass die Hartz-IV-Beziehenden aus der Rentenversicherungspflicht ausgenommen worden sind. Das heißt, für die werden keine Rentenversicherungsbeiträge mehr bezahlt. Und jetzt 2021 kann man eigentlich sagen, dass Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der CDU, die Anhebung des Renteneintrittsalters gefordert hat, weil es ist ein Zitat, was da steht. Wir haben immer gesagt, wir brauchen eine längere Lebensarbeitszeit, wenn wir alle älter werden. Und momentan ist es ja so, dass die Lebenserwartung steigt, wobei man sich natürlich auch immer fragen muss, für wen steigt sie denn? Weil auch das ist interessant, wenn jemand gut finanziell ausgestattet ist, ein entsprechendes Einkommen und Vermögen hat, sind die Menschen gesünder und leben länger und insbesondere Kolleginnen und Kollegen im Schichtbetrieb haben eine kürzere Lebenserwartung. Aber all dies wird nicht berücksichtigt. Also die Rente ist schon jetzt im Sinkflug. Das ist das, was ich denke, was viele von euch vielleicht auch schon mal gesehen haben, aber was man verinnerlicht haben muss. Man sieht es, die Grafik geht im Jahr 2000 los. Da war das Rentenniveau, also das Rentenniveau ist praktisch der Anteil, den man von seinem vorherigen Gehalt als Rente bezieht. Das war dann damals noch bei 53%. Und dann gab es diese ganzen Reformen, von denen ich euch gerade erzählt habe. Und ihr seht, was die Konsequenz davon ist. Die blaue Linie befindet sich im Sturzflug. Da gab es noch mal ein kurzes Aufbäumen nach der Finanzkrise, wo dann auch die Löhne und Gehälter entsprechend gestiegen sind, aber seitdem geht es nach unten. Und es gibt ja diese sogenannte doppelte Haltelinie, die da eben vereinbart worden ist. Einmal, dass der Beitragssatz nicht steigen darf, nicht über diese 22%. Und einmal, dass das Rentenniveau nicht unter 48% sinken darf. Das ist diese gestrichelte Linie, die hier eingezeichnet ist. Und das Gesetz ist entsprechend so gefasst, dass eigentlich dann, wenn das Problem losgeht, dann greift es nicht mehr. Wir werden, denke ich mal, so ab dem Jahr 2023, 2024, das seht ihr an der blauen Linie, geht das Problem so richtig los, weil es dann natürlich eklatant unter diese gestrichelte Linie sinkt. Das heißt,
Wenn nichts passiert, wenn man nicht entsprechende Maßnahmen in der Rentenversicherung ergreift und dieses Gesetz ausläuft, was das Rentenniveau stabilisiert, dann wird die Rente weiter sinken. Und deswegen fangen die natürlich jetzt an, wie die Wilden zu diskutieren und zu sagen, wir müssen die Lebensarbeitszeit verlängern oder wir müssen die Leistungen kürzen oder, oder. Und das ist, da muss man auch der jetzigen Bundesregierung eine absolute Handlungsunfähigkeit vorwerfen, weil sie haben die 4 Jahre wieder verstreichen lassen, sie haben sie verpennt, um entsprechend die Weichen anders, zu stellen. Und dieses sinkende Rentenniveau hat natürlich auch Auswirkungen, auf Armut. Und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Teil. Also die Folge ist Altersarmut. Das Bild erscheint ja erstmal lustig, ist es aber natürlich nicht, wenn man weiß, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner Flaschen sammeln müssen oder nebenher noch einen Minijob annehmen, um überhaupt irgendwo mit der Rente über die Runden zu kommen. Ich habe euch mal, weil das ist jetzt der Unterschied zu diesem Standard-Eck-Rentner, die Durchschnittsrenten in Bayern rausgesucht. Die liegen bei den Männern bei 1.167 € im Monat und bei Frauen 748 € im Monat. Rechts seht ihr den Grundsicherungsbedarf. Was ist Grundsicherungsbedarf? Das ist die Höhe, ab der man im Alter Hartz IV, also Grundsicherung, beziehen kann. Das heißt, die durchschnittlichen Frauenrenten liegen unterhalb der Grenze dessen, wo praktisch, also eigentlich durchschnittlich muss jede Frau in Bayern aufs Arbeitsamt gehen und Hartz IV beantragen. Das sagen die Zahlen aus und das halte ich tatsächlich für eine Katastrophe. Und auch das ist ja dem Rentenreport vom DGB in Bayern zu entnehmen, dass 81% der Frauen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle von 1.155 € liegen. Frauen haben ein niedrigeres Einkommen aus unterschiedlichen Gründen. Häufig haben sie Unterbrechungen drin in ihrem Erwerbsleben aufgrund von Erziehung, Pflege und so weiter. Und nach wie vor ist es so, dass Männer und Frauen weder für die gleichwertige Arbeit noch zum Teil nicht mal für die gleiche Arbeit, da wo es Tarifverträge gibt, ist es nicht der Fall, aber teilweise auch nicht mal für die gleiche Arbeit das gleiche Geld bekommt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Wenn man weiterschaut, sieht man nochmal die zu geringen Renten. Auch das, finde ich, muss man einmal gesehen haben. Ich tut mir leid, dass es relativ viele Zahlen sind, aber ich finde, man muss es einmal gesehen haben. Es reicht, wenn ihr auf die Westzahlen schaut. Da hatten wir 2000, also das ist jetzt Männer und Frauen zusammengerechnet im Durchschnitt, eine Durchschnittsrente von 1.021 € und im Jahr 2020, also 20 Jahre später, eine durchschnittliche Rente von 1.037 €. Also das ist doch wohl ein Witz, oder? Das ist doch wohl wirklich ein Witz, 16 € in 20 Jahren. Also das muss man sich mal überhaupt mal vorstellen. Und das gleicht letztendlich nicht mal mehr die, also gleicht ja nicht mal die Inflationsrate aus, weil dann hätte, das ist hier unten hochgerechnet, dann hätte die Rente im Jahr 2020 mindestens 1.369 € betragen müssen. Also das ist wirklich, wo man sieht, was mit den Renten, mit der Rente eigentlich passiert ist. Gut, dann gehen wir weiter. Das ist, denke ich, auch nochmal, sagt auch nochmal einiges über Altersarmut aus. Immer mehr Altersrentnerinnen sind auf Grundsicherung, also Hartz IV angewiesen. Und auch diese Zahlen, glaube ich, sprechen eine deutliche Sprache. Seit 2003 ist der Anstieg der Betroffenen 119%. Also in den letzten 18 Jahren ist eine Zunahme von Leuten, die Hartz IV neben der Rente beziehen müssen, um 119%. Und dann kommt aber noch dazu, weil die Gesamtzahl hört sich jetzt gar nicht so hoch an, das sind 564.000, aber es kommt dazu und es gibt da Schätzungen, das ist dieses Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, die sagen, zwei Drittel, nee, die Mehrheit oder viele Menschen, die eigentlich Grundsicherung im Alter beantragen könnten, tun das nicht. Also über die Hälfte, nämlich 62%. Und 2 Drittel davon sind Frauen. Also es sind Leute, die praktisch einen Anspruch hätten auf Hartz IV und es nicht beantragen, aus unterschiedlichen Gründen, weil sie sich schämen, weil sie es nicht wissen, und so weiter und so weiter. Also insgesamt, wenn man das hochrechnet, werden 1,5 Millionen Menschen grundsicherungsberechtigt. Das heißt, sie hätten einen Anspruch auf Hartz IV, obwohl sie ja
Rentenansprüche erworben haben, obwohl sie gearbeitet haben, aber sie können von ihrer Rente nicht leben. Und 18% aller Menschen ab 65 Jahren in Deutschland gelten als arm. Das sind in absoluten Zahlen 1,3 Millionen Männer und 1,7 Millionen Frauen. Ich habe das deswegen aufgeschrieben, nicht weil ich euch mit den Zahlen so quälen will, aber um so ein Stück weit die Dimension deutlich zu machen, weil es wird ja schon häufig auch insbesondere von der regierenden Politik klein geredet. So nach dem Motto, ja, uns geht es ja noch allen gut. Und die Rentnerinnen, das sind ja überwiegend die, die auch viel Kohle haben. Natürlich gibt es auch welche, die Kohle haben, aber ich denke, die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Okay, dann schauen wir weiter. Jetzt gucken wir uns mal an, was will denn die Linke? Wir wollen das Rentenniveau wieder auf 53% erhöhen. Also so, wie es war, bevor praktisch diese ganzen seltsamen Reformen die Rente da verhunzt haben. Wir wollen auch die Rente mit 67 wieder abschaffen. Wir haben damals genauso wie die Gewerkschaften vehement uns dagegen gewehrt, konnten es aber letztendlich auch nicht verhindern. Wir wollen, dass es wieder die Rente ab 65 wieder gilt, und zwar abschlagsfrei, und dass Menschen, die 40 Beitragsjahre haben, schon ab 60 Jahren abschlagsfrei gehen können. Weil es halt mal ein Unterschied ist, ob jemand schon mit 16 oder mit 17 ins Berufsleben startet und unter Umständen schon nach der Ausbildung im Schichtbetrieb ist, oder ob halt einer erst mal ein Studium absolviert. Also da sagen wir, jemand, der 40 Beitragsjahre hat, der soll schon ab 60 gehen können. Wir wollen die Riester-Rente abwickeln, weil sie, das hat ja jetzt auch die Realität letztendlich bewiesen, nicht das gebracht hat, schon gar nicht von der Verzinsung, was versprochen worden war, und weil sie eigentlich auch nicht nötig wäre, wenn wir eine wirkliche, ehrliche Finanzierung hätten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Da komme ich dann nachher nochmal dazu. Wir wollen, dass jetzt nach so langer Zeit, nach der Wiedervereinigung, endlich der Rentenwert Ost und West gleichgesetzt wird. Also ich meine, wir sind kein geteiltes Land mehr. Es muss endlich klar sein, dass im Osten auch der gleiche Rentenwert gilt wie im Westen. Wir wollen Zeiten von Niedriglöhnen, aber insbesondere auch Erwerbslosigkeit, und da trifft jetzt auch die Frauen mit Kindererziehung und Pflege, dass die besser abgesichert werden, als es jetzt ist, und die Erwerbsminderungsrente armutsfest ausgestalten, das ist sie nämlich nicht, und den Zugang erleichtern. Also es ist total schwierig. Ich weiß nicht, wer schon mal Erfahrungen damit gemacht hat. Ich habe es als Betriebsrätin immer wieder gehabt, dass es extrem schwierig ist, eine Erwerbsminderungsrente und vor allem eine volle Erwerbsminderungsrente zu bekommen. Und wir sagen, es muss ähnlich wie beim Mindestlohn eine Mindestrente geben, die nach unten hin das abdichtet oder absichert. Wir sagen 1200 Euro, das ist keine willkürliche Zahl, sondern 1200 Euro sind eigentlich die Grenze, unter der, wenn man unter dieser Zahl liegt, letztendlich armutsgefährdet ist. Deswegen, wir sagen, kein Mensch soll in Armut leben müssen, deswegen 1200 Euro. Dann, wie wollen wir das finanzieren? Auf der nächsten Folie. Wir wollen die gesetzliche Rentenversicherung stärken. Die hat jetzt fast 130 Jahre auf dem Buckel. Die hat sich bewiesen. Die kann man auch noch mal stärken. Da komme ich nachher auch noch mal dazu. Und wir wollen die stärken und nicht die private Versicherung. Und die betriebliche Altersversorgung, die ist gut und recht und schön, aber die sollte ein Zuckerl obendrauf sein und nicht dazu dienen, um die Lücken, die in der Rente entstanden sind, zu schließen. Und um mehr Geld in die Rentenversicherung zu bekommen, brauchen wir eine Erwerbstätigenversicherung. Das heißt, alle müssen mit einbezahlen. Freiberufler, Beamte, Politiker, die müssen alle entsprechend mit einbezogen werden. Dann kann man natürlich auch entsprechend mehr Geld, hat man entsprechend mehr Geld in der Rentenversicherung. Und wir müssen, ganz wichtig, die Beitragsbemessungsgrenze an- und perspektivisch, da gibt es ein paar Hürden, aber das muss uns jetzt nicht interessieren, aufheben. Was ist jetzt die Beitragsbemessungsgrenze? Das ist, also bei der Rentenversicherung sind 7.100 Euro. Das Gleiche gibt es bei der Krankenversicherung, da liegt es ungefähr bei 4.700 Euro. Das heißt, jemand, der 10.000 Euro verdient im Monat, der zahlt nur bis zu dieser Grenze von 7.100 Euro Rentenversicherungsbeitrag. Das ist total ungerecht, weil jemand, der darunter verdient, der muss sein komplettes Einkommen mit Rente, also die Rentenversicherungsbeiträge bezahlen. Also prozentual gesehen
werden so hohe Einkommen entlastet, weil sie nicht auf ihr komplettes Gehalt entsprechend Rentenbeiträge bezahlen. Es ist total ungerecht und wir sagen, das kann nicht sein, denn es muss abgeschafft werden. Dann auch damit würde man mehr Geld in der Rentenversicherung generieren. Wir wollen die Beiträge wieder paritätisch finanzieren. Das erkläre ich dann gleich nochmal in den nächsten Folien. Und was ganz, ganz wichtig ist, eigentlich das ist eines der wichtigsten Punkte. Wir brauchen ordentliche Löhne in diesem Land. Weil wenn natürlich die Löhne schon hinten und vorne nicht reichen, dann ist Altersarmut vorprogrammiert. Und wir gucken uns das jetzt auf der nächsten Folie an. Gute Arbeit, gute Löhne, gute Rente. Deutschland hat mittlerweile den größten Niedriglohnsektor in Westeuropa. Das muss man sich mal vorstellen. Den größten Niedriglohnsektor in Westeuropa. Jeder und jede fünfte arbeitet in Deutschland zu einem Niedriglohn. Das heißt, unterhalb von 2200 Euro pro Monat beziehungsweise 10,80 Euro. Also auch der Mindestlohn von 9,80 Euro ist ein Niedriglohn. Und wir brauchen höhere Löhne, um entsprechend auch, nur wenn jemand ein ordentliches Einkommen während der Arbeitsphase hat, wird er auch eine ordentliche Rente haben. Und dazu ist es notwendig, die Gewerkschaften zu stärken und die Tarifbindung, die sich im freien Fall befindet, weil Betriebe, die tarifgebunden sind, deutlich höhere Löhne haben als Betriebe, die das nicht sind. Wir brauchen den Mindestlohn und zwar auf 13 Euro. Warum jetzt 13 Euro? Also wir haben dann eine Weile diskutiert, weil Grüne und SPD fordern ja mittlerweile 12. Und ich sag mal so, ich würde auch 12 nehmen. Aber richtig ist es, 13 Euro zu fordern, weil wir haben nämlich die Bundesregierung gefragt, wie hoch müsste der Stundenlohn sein, um nach 45 Jahren vom Mindestlohn, wenn man 45 Jahre zum Mindestlohn gearbeitet hat, nicht Hartz IV beziehen muss. Wie hoch muss der sein? Und dann hat die Antwort ist immer ein bisschen unterschiedlich. Es verschiebt sich zwischen 12,20 Euro und 12,70 Euro wären praktisch nötig, um überhaupt oberhalb der Grundsicherung zu landen. Deswegen sagen wir den Mindestlohn auf 13 Euro anheben. Die prekären Beschäftigungsbedingungen oder die prekäre Beschäftigung muss eingedämmt werden. Was ist das? Also Minijobs zum Beispiel, die sind sozialversicherungsfrei, mit der Problematik, dass damit natürlich kein Geld in die Rentenversicherung fließt. Und die sind auch ansonsten nicht sozial abgesichert. Das war jetzt ein Riesenproblem während Corona, wenn die arbeitslos geworden sind, die Kolleginnen und Kollegen, weil sie kein Arbeitslosengeld bekommen. Leiharbeit brauchen wir, gleicher Lohn für gleiche Arbeit vom ersten Tag an. Wir sagen noch dazu 10% Flexzuschlag. Durchschnittlich verdient ein Leiharbeiter 1.400 Euro weniger als ein festangestellter Kollege. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Und wir wollen auch die Befristungen eindämmen, weil auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen die Menschen oder die Kolleginnen und Kollegen häufig weniger verdienen. Wir brauchen endlich eine echte Entgeltgleichheit von Frau und Mann und auch den Missbrauch von Werkverträgen wollen wir verhindern. Das ist eigentlich das, was so wirklich das Kernstück ist und was natürlich auch der Punkt ist, wofür ich im Bundestag ganz besonders kämpfe. Okay, jetzt gucken wir uns nochmal Österreich an. Es geht nämlich auch anders. Österreich konzentriert sich nach wie vor auf die gesetzliche Rentenversicherung. Da bezahlen im Übrigen alle ein, außer die Beamten. Und es gibt zwei Mindestrenten. Also das ist eigentlich keine Mindestrenten, sondern es gibt so Ausgleichszulagen, aber das ist zu kompliziert. Man kann, denke ich, sagen, Mindestrenten, wenn jemand 15 Beitragsjahre hat, dann fällt er nicht unter 1.167 Euro. Und wenn jemand 30 Beitragsjahre hat, fällt er nicht unter 1.300 Euro. Und wenn man sich jetzt hier die Vergleiche anschaut zwischen Deutschland und Österreich, bei den Männern und Frauen, man muss jetzt eins dazu wissen. Österreich zahlt 14 Mal die Rente. Wir haben das umgerechnet, dass es vergleichbar ist, weil Deutschland zahlt ja nur 12 Mal die Rente. Aber man muss es ja, denke ich, schon zusammen sehen. Und bei den deutschen Beträgen sind auch noch die Witwenrente drin. Wenn man das gibt es in Österreich in der Form nicht. Also um das vergleichbar zu machen, hat man das jetzt praktisch so gemacht. Wenn jetzt die Witwenrente, wenn wir die rausrechnen würden, die durchschnittlichen, würde es noch schlimmer ausschauen, insbesondere bei den Frauen. Trotzdem ist es ein Fakt, wenn man das jetzt vergleichbar macht, dass in Österreich die Männer im Durchschnitt über 1.000 Euro mehr an Rente haben und die Frauen 300 Euro mehr. Das wäre noch deutlich mehr, wie gesagt, wenn man die Witwenrente rausrechnen würde. Also das sind einfach Beträge, wo man wirklich sagen muss, das ist der Wahnsinn. Und ich bin ja in Österreich geboren.
Und ich habe damals in meiner Schulzeit mir häufig mal was anhören dürfen, so nach dem Motto, die Ösis, die haben alle einen an der Klatsche, aber eine Rentenversicherung haben wir sicher nicht, da machen sie es deutlich besser als wir. Dann gucken wir uns auch nochmal auf der nächsten Seite an, was da auch nochmal ein Unterschied ist, und zwar die Beitragssätze. Deutschland hat aktuell, ihr erinnert euch, ich habe gesagt, sie dürfen nicht über 22% steigen. Aktuell haben wir 18,6% Beitragssatz in der Rentenversicherung. Das ist im Übrigen, weil die Arbeitgeber ja immer so jammern, das ist im Übrigen der niedrigste Stand seit 1993. Und davon zahlen die Arbeitgeber 9,3% und wir 9,3%, vermeintlich. Durch die ganzen Rentenkürzungen, die ich euch vorher gesagt habe, ist es jetzt nötig, privat vorzusorgen, zum Beispiel durch Riester. Das sind 4% maximal möglich. Wenn man die 4% obendrauf rechnet, zahlen wir 13,3%. Also die Rente ist aktuell nicht mehr paritätisch finanziert, weil wir uns privat absichern müssen, um überhaupt die gleiche Rentenleistung zu haben wie vorher. Wir zahlen mehr als die Arbeitgeber. In Österreich ist es umgekehrt. Da ist zwar der Rentenbeitragssatz insgesamt höher bei 22,8%, aber, und das wissen die wenigsten, in Österreich zahlen die Arbeitgeber 12,55% und die Arbeitnehmer 10,25%. Das heißt, der Arbeitgeber trägt einen höheren Anteil als die Arbeitnehmer. Und nur um einmal eine Zahl zu nennen, wenn wir diese 18,6% auf 20,6% erhöhen würden, das heißt, jeder einen Prozentpunkt mehr bezahlen würde, das wäre für den Durchschnittsverdiener 35 Euro im Monat und wir hätten sofort wieder ein Rentenniveau von 53%. Sofort. Also, und ich glaube, also das könnt ihr mir nachher gerne auch in der Diskussion sagen, ich glaube, dass wenn die Leute sicher wüssten, dass sie eine verlässliche, gute Rente bekommen, wären selbst diese 35% nicht das große Problem. Aber Beitragserhöhungen ist natürlich nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist ein anderes. Und jetzt glaube ich, kommen wir eh zur letzten Folie. Die Folie habe ich im Übrigen vom Walter geklaut, weil der Walter ist ja jemand, der immer ganz viel zum Thema Verteilungsgerechtigkeit macht. Und hier seht ihr die Entwicklung der Stundenproduktivität von 1993 bis 2020. Und klar, außer die Ausnahmen jetzt mit der Krise, sieht man, dass diese Linie sich permanent nach oben bewegt. Das heißt, dieses Land ist immer und immer produktiver geworden. Also Produktivität heißt, wie viele Stück man in einer Stunde produziert. Also früher, jetzt mache ich irgendwie mal ein blödes Beispiel, früher hat man in einer Stunde ein Auto produziert, heute produziert man 50. Jetzt nur um zu erklären, was Produktivität ist. Und wenn natürlich die Produktivität steigt, dann steigt auch der Reichtum und dann könnten auch weniger, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich gesagt habe, es ist keine Frage der Generationengerechtigkeit, können natürlich auch weniger Beschäftigte mehr alte Menschen finanzieren, weil sie viel, viel produktiver sind. Also wir sollten uns auf keinen Fall da ins Bockshorn jagen lassen, dass das eine Frage der Generationengerechtigkeit ist. Die Gesellschaft ist immer schon gealtert. Also Demografie gibt es immer schon. Aber durch die steigende Produktivität wäre es ohne Probleme möglich, eine Rente zu finanzieren, die entsprechend auch wirklich das Versprechen wieder sichert, oder das Versprechen hält, dass der Lebensstandard gesichert ist. So, und jetzt bin ich fertig und bin gespannt auf eure Fragen und eure Beiträge. Vielen Dank.